The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XDC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Descent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch ein Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt let's go! Übrigens allen, die dazugekommen sind, nochmal einen wundervollen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Moin Alex, wie viele werden es bereuen, dass sie diese Chance nicht ergriffen haben? ISO 2.0. Ja, viele haben ja schon die Chance ergriffen, nur weil jetzt nicht jeder riesige XRP-Bestände hat. Ich meine, es gibt auch noch andere schöne Kinder. Ja, es gibt noch Algorand, XDC, IOTA, was haben wir denn noch? HBAR, Quant, vielleicht sogar Cardano, wer weiß, ja. Es gibt so viele Projekte und ich denke mal, viele von den Leuten haben irgendwo in ihrem Portfolio auch ein bisschen davon rumliegen. Ich glaube auch nicht, dass alle anderen Projekte sterben werden oder so. Ich glaube, einige gute Projekte werden sich wacker erschlagen und ISO wird halt ein Thema für die Banken. Aber schaut mal, es gibt SWIFT und SWIFT macht Milliarden Umsätze jeden Tag, ja. Aber sind die deshalb, haben die jetzt Amazon verdrängt und Google und irgendwelche Games da draußen und diese ganzen Apps? Und wisst ihr, das eine ist das eine Thema und der eine Markt und der ist riesig. Aber der andere Markt ist dadurch ja nicht erübrigt. Ich meine, Ripple wird jetzt ja nicht anfangen, Spiele zu programmieren, ja, oder alle anderen zu übertreffen in einem, sondern sie sind darauf spezialisiert, zweierlei Dinge zu tun. In erster Instanz grenzüberschreitende Zahlungen in Sekundeneile und mit kaum einer Gebühr, schnell und risikoarm. Der zweite wichtige Punkt, über den reden gefühlt nur 0,1% der YouTuber, ist das Thema Derivatemarkt. Also ihr kennt es ja bereits jetzt, alles was ihr so auf irgendwelchen Börsen handelt, sind meistens, bis auf diese Kryptobörsen, die wir sonst kennen, wo man die Coins auszahlen kann, sind Derivate. Beispiel, seid ihr zum Beispiel in der Börse Stuttgart oder in der Bison App oder so oder bei eToro oder unterwegs, dann kauft ihr Derivate. Das heißt, ihr kauft zwar XRP, aber das ist erstmal nur so eine Art Schuldschein, eine Art Abbildung von XRP. Wenn ihr jetzt echte XRP auszahlen wollt, dann müsst ihr das erstmal in Auftrag geben und dann wird ein Mitarbeiter von eToro euch die XRP auszahlen. So als Beispiel. Das heißt, dieses XRP-Gut, was du da hattest und was dir auch angezeigt wurde, war ein Derivat, eine Abbildung. Und Derivate gibt es noch und nöcher. Öl wird in Derivaten gehandelt, Gold wird in Derivaten gehandelt, weil ja keiner Bock hat, Schubkarren von A nach B zu schieben. Also nutzt man quasi Token oder Pfandtoken, ja, die nennen sie Derivate, und die haben quasi, die bilden diesen Wert ab. Und man kann ihn auch gegen den Wert jederzeit eintauschen, aber erst einmal ist es nur ein Platzhalter, ja. Und dieser Derivatemarkt, er ist riesengroß. Ich guck mal, ob ich die Grafik finde. Leider haben die irgendwie aufgehört, das zu aktualisieren. Aber ich zeig euch mal was. Das hier ist nicht mehr ganz genau. Wir sind mittlerweile in ein bisschen anderen Sphären. Das ist der Silbermarkt. Das ist der Kryptomarkt. Das sind die Ausgaben fürs Militär, ja. Das ist das US-Budget. Das sind die Banknoten, ja, also wie viele Banknoten es gibt von den einzelnen. Das sind die einzelnen Balance Sheets, also die einzelnen, wie übersetzt man das Ganze? Egal, auf jeden Fall seht ihr schon, wie wir das mal übersetzen jetzt. Bilanzen, ich dachte, man sagt noch was anderes dazu. Gold ist hier auch nochmal ein Goldmarkt, ja, denn die Fortune 500, also die größten Unternehmen, die es dort gibt in dem Bereich und wie viel die ausmachen. Und jetzt passt auf, das ist der Aktienmarkt, das ist der Geldmarkt. Das sind die globalen Schulden. Das ist der Real Estate, also der Immobilienmarkt. Ihr wisst noch, wie groß Silber war, ja? Und Silber ist ein riesiger Markt. Das war Silber. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie groß der Real Estate-Markt ist. Passt auf, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit. Globale Geld, was es wohl so gibt oder so, keine Ahnung. Aber passt auf, was jetzt kommt. Derivatemarkt. Das ist quasi der Markt, der all das da oben alles abbildet, ja? Und jetzt passt auf. Passt auf, Freunde. Okay. Und das ist der Markt von XRP. XRP wird ein Pfandtoken für Derivate. XRP wird den Wert, also das Internet oder der Store of Value, das Internet of Value, XRP wird diesen Wert verkörpern und egal, ob es dabei um Dollar, Euros, digitale Dollar, Kryptodollar, Kryptorubel oder wie auch immer die Dinger dann heißen werden, diese CBDCs, das hier ist der wahrhaftige Markt. Und da wollen sie rein. Und da wollen nicht nur sie rein, sondern auch zum Beispiel XDC. Ja, wo haben wir das denn, diese schöne Übersicht hier? Also da wollen eben nicht nur sie rein, sondern da will auch rein, das ist XRP, dann haben wir XDC, dann haben wir Algorand, dann haben wir Stellar Lumens.
All diese Projekte werden höchstwahrscheinlich auch, das hier alles werden wahrscheinlich Derivate sein, ja, ihr seht hier nochmal das Wort Debt, also Schulden, Property, Stocks, Equities, also alles, was wir hier entdeckt haben, ist eben dort auch aufgeführt. Und ich denke mal, die werden genau diese Werte symbolisieren, um damit eben zu transferieren, um damit Handel zu betreiben. Warum sage ich euch das? Das ist eben ein Markt für sich und der wird unfassbare Summen bewegen. Allein hier in dieser veralteten Grafik, wo keine riesige Inflation war und nicht so eine riesige Geldmengenerhöhung stattfand, reden wir hier über Quadrillions, also Quadrillionen. Ja? Das sind in diesem Fall dann Trilliarden, glaube ich, ist, glaube ich, Quadrillionen, Trilliarden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zahl. Und das ist natürlich das, was wirklich mit XRP früher oder später passieren wird. Das ist meine Annahme. Und dann reden wir über Werte, die weit über 1000 Dollar sind pro Einheit, weil diese ganzen Werte müssen ja bewegt werden und es gibt nur 100 Milliarden XRP. Also irgendwie muss man jetzt ja diese ganzen Werte der Welt irgendwie mit XRP transportieren können. Die logische Schlussfolge ist einfach, dass eben ein XRP-Token einen hohen Wert haben muss. Und das ist meine Meinung zu dem Thema.